Heutzutage werden wir immer älter. Im Jahre 2030 wird jede dritte Person in Deutschland über 60 Jahre alt sein. Mit dem Alter steigen die Herausforderungen und das Risiko, von einer altersbedingten Krankheit betroffen zu sein. Die Entwicklung wirksamer Therapien wird dabei entscheidend sein, um gesund alt zu werden. Traditionell setzen Forscher auf Tiermodelle wie Mäuse, um den Alterungsprozess zu verstehen. Ein langwieriger Prozess. Hier möchten wir vom Max-Planck-Institut in Marburg einen anderen Weg einschlagen. Ein Weg, der auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich erscheint. Denn wir schauen uns das Bier genauer an. Nicht zum Trinken, sondern für die Forschung. Bierhefen sind faszinierende Einzeller, die uns biologisch ähnlich sind. Sie leben nur 4 Tage, was es uns ermöglicht, ihren Alterungsprozess schnell zu studieren. Mit unserer patentierten Technologie können wir diese Hefezellen fixieren und ihren Lebenszyklus beobachten. So entdecken wir, wie Medikamente und Umweltfaktoren ihr Leben beeinflussen. Unsere Technologie ersetzt nicht die gesamte Medikamentenentwicklung, sondern liefert entscheidende Grundlagen. Wir testen Tausende von Substanzen in kürzester Zeit und schaffen damit die Basis für innovative Therapien. So tragen wir dazu bei, dass wir alle gesund alt werden können.